Ich habe versagt, Kate. Das steht außer Frage. Nimm's nicht so schwer, Joe. Weatherby hätte nicht mal Eindhoven eingenommen. Ja, aber ich frage mich, vielleicht hatte Campbell doch recht. Das war eine perfekte Falle für uns. Wirst du jetzt etwa auch noch so paranoid wie er? Wenn so etwas nicht wieder vorkommen soll, musst du eben deine eigenen Pläne machen. Das sollte ich wirklich. Du wirst mir doch sagen, ob das meiner Karriere schadet. Das werde ich. Ich stehe zu dir, Joe. Ich muss jetzt wirklich los. Und wann kommst du wieder? Frag das Ministerium, sie bestimmen darüber. Und freu dich ein bisschen für mich. Ich wurde befördert. Ja klar, ich freue mich für dich. Okay. Aber sicher nicht. Fotos aus von Rundstedts Hauptquartier. Karten, die Stärke der Einheiten, Befehle, einfach alles. Oh, verdammt. Da fehlen ja nur noch unsere Erkennungsmarken. Es gibt einen gottverdammten Spion und wir müssen ihn unbedingt finden. Und? Was wollen Sie nun machen? Die Patrouillen verdoppeln und höchste Alarmbereitschaft. Oh, das ist ja eine wirklich gute Idee. Also gut, Andrew. Ich habe mich geirrt. Wie wir alle. Wir hätten auf Sie hören sollen. Ist das eine Entschuldigung? Vom unbeugsamen, heldenhaften Lieutenant General Sheridan? Ja, aber sagen Sie es nicht weiter. Im Ernst, Andrew. Schön, dass Sie zurück sind. Joe, ich bin nur hier, weil Sie als einziger befehlshabender Offizier nicht auf Weihnachtsurlaub sind. Aber ich freue mich sehr, denn Sie sind immer noch der Beste. Vielen Dank. Das ist eine Ehre. Aber werden wir nicht sentimental. Wir haben noch viel zu tun. General, Aufklärungseinheiten melden Feindkontakt. Wir müssen herausfinden, was los ist. Sir, die Crowds waren funkstille. Und raten Sie mal, wer die gegnerischen Truppen übernommen hat. Von Richter? Ich dachte, der wäre an der Ostfront. Er ist klammheimlich vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Was machen Ihre Truppen? Vom 8. Korps steht nur die 28. Division zur Verfügung. Weatherbys 106. Division ist noch im Norden beschäftigt. Wenn Sie mir vertrauen, sollten Sie Alarm geben und Ihre Truppen sammeln. Ich nehme an, von Richter hat mehrere Panzerkorps. Wir treffen uns bei Bastogne. Das ist ein strategischer Schlüsselpunkt. Und in Bastogne gibt es keine Panzerabwehrstellungen. Meine sind alle an der Front. Dann schicken Sie alle verfügbaren Kräfte nach Bastogne. Die 28. wird Wild so lange wie nötig halten. Ich übernehme das Kommando. Und Weatherby? Seine 106. besteht fast nur aus Rekruten. Das sind Kinder. Er muss einfach durchhalten. Wir müssen Bastogne um jeden Preis halten. Kopf unten halten, Joe. Sie kommen. Joe, nutzen Sie die Wälder und ein paar gut platzierte Stellungen. Einheit ausrücken. Shrubbery in the morning. Yeah, it's ambush time. Einheit ausrücken. We got him good that time, sir.
Feststellungen wurden vernichtet. Sheridan, die 106. Division verlässt die Positionen. Was zum Teufel macht Weatherby da? Ich kann Weatherby nicht erreichen, Sir. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir müssen diese Stellung halten. Die 76mm Panzerabwehrgeschütze werden in Bastogne benötigt. Feindliche Einheit vernichtet. Sir, Bomber! Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Neue Listen zur Verfügung gestellt. General, die Reihen der 106. Division brechen auseinander. Warum hat Weatherby seine Leute nicht unter Kontrolle? Die Deutschen sitzen ihnen im Nacken und sie lassen Bastogne ungeschützt zurück. Immer noch keine Antwort, Sir. Jawohl, Schatteinheiten werden erstellt. Erstes Panzerabwehrgeschütz eingetroffen. Sir, einige von Weatherbys Leuten feuern auf ihre eigenen Stellungen. Verstehe. Das sind nicht unsere Männer, sondern deutsche Soldaten in unseren Uniformen. Sie versuchen, unsere Linien zu infiltrieren. Die Deutschen versuchen, die 28. Division in Bastogne zu isolieren. Wir müssen die Straße offen halten, damit die Panzerabwehrgeschütze durchkommen. Sir, eine neue Meldung. General Weatherby und seine Division haben sich ergeben. Was? Er schafft es nicht einmal, im Kampf zu sterben.
Noch ein Panzerabwehrgeschütz eingetroffen. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Es ist noch eins angekommen. Sir, das Hauptquartier schickt Nachschub zur Unterstützung. Beeilung mit den 76ern, Joe. Wir stehen unter Artilleriebeschuss. Covering fire.
Lagebericht. Feindliche Einheit vernichtet. Eine neue List ist verfügbar. Die deutsche Artillerie massakriert uns, Sir. Wir sind fast erledigt. Engage.
gemacht. Ihre Einheiten sind erledigt. Das Dauerfeuer ist vorbei. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Nur noch zwei. Sehr gut. Nur noch eins. Fertig. Alle Panzerabwehrgeschütze sind in Position. Sir, Generalfeldmarschall von Richter hat uns kontaktiert. Er bietet einen Waffenstillstand an und will sich mit Ihnen treffen. Nehmen Sie an, Joe, was immer er vorhat. Dadurch haben wir Zeit, unsere Verteidigung zu ordnen. Thank you.